Moinsen Mahlzeit und hallo, grüß euch mal wieder zu einer neuen Folge von Yuppie Zockt Rocket League. Und am heutigen Tag wollen wir doch... Ach du Scheiße. Cool. Irgendwer schläft. Ach, Darren schlief noch. Okay, so viel dazu. Ja, eigentlich spiele ich zusammen gerade mit Darren. Aber der hatte gerade noch irgendwie was zu tun, scheinbar. Und das hat ihn davon abgehalten, den Ball abzulenken. Der andere ist irgendwer. Da steht Darren wieder. Irgendwas hat Darren gerade. Akkuprobleme oder so. Ich weiß es nicht. Wir kriegen den nächsten Treffer rein. Es ist doch nicht wahr. Und den hat er doch mehr mit Glück getroffen als mit Können. Zumindest sah das für mich so aus. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kann er ja auch spielen, aber erstmal unterstellen, dass er nichts kann. Genauso wie ich. Das ist viel schöner. Wie heißt der? George? George Huddy. Nein! Das kann doch echt nicht wahr sein. Juhu! Ja, und das ist wieder so einer, der im Tor hockt. Die ganze Zeit über. Aber... nicht mit Yuppie. Drin ist er. Ah, ich glaube, ich muss nach vorne fahren, denn alle anderen sind hinten. Boom und... Hä? Wo sind meine Jungs? Einmal Bostar für mich. Nein! Nein! Der war doch drin! Und George macht nichts, außer da rumzuhampeln. Oh, ich fange ja schon wieder genauso aggressiv an wie gestern. Ich schäme mich ein wenig. Ich will doch nicht aggressiv sein. Ich will doch Fair Play und so. Tidlü. Ah, verdammt. Gut. Ja, spring, spring, kleiner Padawan. Pavi. Was war jetzt das Ding von Star Wars? Ein Scherz. Ich weiß, dass Paviane in Star Wars nicht vorkommen. Ich glaube, da hat mich einer gerade kaputt gemacht. Das finde ich nicht toll und auch nicht witzig. Und Darren hat mich hier gerade weggeschubst. Ich dachte, dass unsere Liebe ernst sei. War ein Scherz. Ja, manchmal muss man das ja hier auch noch sagen, dass man sowas als Scherz... Alter. Als Scherz sagt. Nicht, dass es nachher heißt hier, ne? Der Darren und der Yuppie, die spielen immer zusammen, weil die ein Paar sind. Nein. Der Darren und der Yuppie spielen immer zusammen, weil Darren online ist, wenn ich online bin. Und dann spielt man eben zusammen. Yep, genau. Nein! Wieso fälscht ihr ab? Es hätte ein so schönes Tor werden können. Das wäre so schön gewesen. Boah. Ich weiß nicht, wer mich da weggehauen hat, aber es rumpelte. Ah, da hätten wir fast einander gegenseitig erwischt. Jo, da in die Richtung. In die. Nicht in die. Ah, schön. Sorry, ich habe fälschlicherweise über unseren Mitspieler gelästert und gemeckert. Das war eine sehr schöne Vorlage. Danke, George.
Ich habe 2 Tore. Hey! Ich hätte dafür gerne mal ein wenig Applaus hier, ne? So. Sowas? Community-Applaus oder so? Könnt ihr alle mal bitte so Applaus-Emoticons oder Emojis oder sowas da reinpacken? Unten in den Kommentaren? Fände ich sehr cool. Also ich würde mich riesig freuen. Das würde mir meinen Tag definitiv versüßen. Also wenn ihr mir einen wunderschönen Donnerstag machen wollt, oder wenn ihr es eben erst später guckt, dann eben Freitag oder Samstag, dann haut mir mal so einen kleinen Applaus-Emoji unten rein. Und dann freue ich mich wie kleines Kind. Aber genug der Blödelei. Ja, passend hochgesprungen. Danke, lieber Gegner. Der geht doch in die richtige... Der geht in die richtige Richtung. Der geht doch... Ah, das ist so... Wir liegen hinten. Wir verflucht nochmal liegen hinten. Und zwar 2 Tore. Wusa. Wusa. Da, den haben wir aus dem Tor rausgeschickt. Aber... Ja, ich glaube 2 Tore in 6 Sekunden, das wird knapp. Wenn das jetzt nicht sofort reingeht, dann war es... Das war's. Schade. Aber hatten wir das nicht gestern auch? Das erste Spiel haben wir verloren und das zweite haben wir gewonnen? Ich meinte... Gut, nächstes Spiel, Neo Tokyo. Mal schauen, wie das wird. Wir spielen immer noch gegen The Coronos und das tut uns nicht gut. Na, Darren hat, glaube ich, gerade versucht noch zu retten, sah nach Darren aus. Jetzt spielen wir mit Killshot zusammen, der hat gerade gegen uns gespielt. Den hätte er fast noch rausgeballert, aber hätte, hätte, Fahrradkette ist eben nicht. Na, Darren ist passend da. Und, nee, nee, nee. Na, ich bin noch etwas boostarm, aber... Oh, schade. The Coronos spielt echt großartig. Kann man nicht anders sagen. Der Typ weiß, wie man mit Bällen umzugehen hat. Ja. Ja, gut. Ich bin schon wieder albern. Geht auch nicht. Ich versuche hier zu spielen. Oh Mann. Ey, hör auf, mir hier die ganze Zeit rumzuschubsen. Oh Mann. Ey, 2 im Tor, einer davor. Habt ihr schon mal davon gehört, dass das ein Angreiferspiel ist und nicht ein reines Verteidigungsspiel? Na komm, rein da, rein da. Oh, leck mich an die Füße. Mitte, Mitte, Jungs. Oh, komm. Ab nach vorne. Killshot geht vor und Killshot schießt in die Mitte, aber da sitzen schon wieder 2 auf einem Haufen und verteidigen. Oh, da hat es einen von uns kaputt gesegelt. Ich dachte, der geht vorbei. Oh.
holen. Nicht wundern. Ich hab grad die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil es echt so scheiße aussah. Oh. Ja. Schön, Mensch. Ich freue mich riesig. Oh, wir kriegen hier schon wieder die nächste Klatsche. Geht doch nicht. Ich bin schon wieder zu laut. So. Bei uns ans Backboard. Ne. Darren haut das Ding weg. Das ist die passende Richtung. Darren holt sich den 100er. Da fährt jetzt gerade hier der Gulu Gulu Gulu. Und Killshot steht passend in Position. Und nein, nein. Oh, Darren rettet das Ding noch rechtzeitig. Aber wieder bei uns vor der Hütte. Da hat Gulu 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 hier schon wieder in die passende Richtung reingesammelt. Aber nein, da kommt der Ball wieder nach vorne zu uns. Das kann doch nicht wahr sein. Die nageln uns hier das Tor dicht. Wir kommen hier nicht mehr raus. Jetzt sind wir draußen. Aber da hinten schon wieder einer von den Gegnern. Und nein, vorbei. Ich dachte, ich kriege den in die Mitte reingeschlagen. Und es sieht aus nach einem Tor für Gulu Gulu Gulu. Mist. Wie heißt der jetzt? Gulli Gulli Gu. Na, Buttonname. Ich bleib bei Gulu Gulu Gulu. Klingt eh viel schöner. So harmonisch. Killshot am Ball. Darren haut nach vorne. Oh, und der Typ ist unglaublich krass. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wie er es macht. Ich würde zu gerne wissen, wie er es macht, aber wahrscheinlich werden wir das nie herausfinden. Der Typ ballert wirklich hinten und vorne alles weg. Ja, also wenn wir jetzt The Best Player mit im Team hätten, glaube ich, dann würden die Chancen besser aussehen. Aber so wird das, glaube ich, gar nichts. Oh, und Gulu 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 schon wieder. Dieser kleine, nervige Wagen da. Nein. Oh. Drei Tore. Drei. Ich heul gleich. Komm, los, Hepp. Boah, okay. Oh. Komm, ey, wenigstens ein Ehrentor. Danke, Darren. Danke, danke, danke. Ich finde, ehrlich gesagt, kaum etwas schlimmer als zu Null zu verlieren, aber so wunderschön in den Winkel rein. Wahnsinn. Und Kotschma, irgendwas fährt hier ein bisschen planlos durch die Gegend. Da ist Gulu 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 wieder. Oh, und es segelt an mir vorbei. Nein, 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 nein. 7, 6, ich glaube, das war heute eine Verliererpartie und Darren steht schon völlig paralysiert am Rand und macht gar nichts mehr. Ja, schade. Okay, das waren zwei Spiele, zweimal verloren, zweimal gegen The Kronos und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schaltet auch wieder ein, wenn es morgen die nächste Folge gibt. Macht's gut, bis bald, ciao, euer Juppie.